Die neue Milka Dark Milk im Testview mit etwas mysteriösem Ken und Barbie und vermutlich leckerem Geschmack. Viel Spaß wünsche ich euch bei diesem Testvideo. Ja, manchmal muss man etwas Glück haben und irgendwelche, ich sag mal, besonderen Vorkommnisse müssen zueinander passen, als dass man zu etwas kommt, worauf man schon lange wartet. Und das ist die Dark Milk von Milka. Ich habe letztes Jahr bereits im November oder irgendwie so davon gehört, dass Milka eine neue Serie rausbringt, und zwar die Dark Milk Serie, und habe dann irgendwie erschrocken festgestellt, dass die erst irgendwann Anfang 2019 rauskommen sollen. Genau weiß ich das ehrlich gesagt nicht, es müsste aber jetzt bald soweit sein. Und naja, ich dann also etwas enttäuscht und dachte mir jetzt heute Morgen tatsächlich auf dem Weg zur Arbeit, kannst du doch mal schauen, wenn du bei deinem Rewe vorbeifährst, ob es da schon die Dark Milk gibt. Wobei, eigentlich bin ich da lang gefahren, weil ich Bock auf Kochkäse hatte. Wie ihr wisst, Foodlove liebt Kochkäse. Den habe ich bekommen und ich staunte nicht schlecht, als ich die Milka Dark Milk da im Regal gesehen habe. Und ich dachte so, geil, geil, geil. Ich gucke. Nur zwei Tafeln, wo sind die anderen Sorten? Es soll nämlich noch andere Sorten geben. Da könnt ihr auf meiner Webseite gucken, da stelle ich sie euch vor, foodlove.com. Da könnt ihr nochmal genau reinschauen. Deswegen sage ich das jetzt einfach hier nicht, damit ich euch dazu nötige, auch auf meine Webseite zu gehen. Ja, das ist Absicht. Na, jedenfalls habe ich nur diese Dark Milk Standardversion gefunden, zweimal. Kein eigenes Fach, gar nichts. Sehr mysteriös. Und irgendwie sieht auch die Packung so ein bisschen komisch aus, dachte ich mir. Nun denn, ich also zur Kasse fröhlich gelaufen, gegangen, getänzelt, und die Kassierin konnte die Ware nicht scannen. Ich so, warum konnte sie die nicht scannen? Guckt man sich die Rückseite an, sieht auch irgendwie komisch aus und so. Ich sage, wo ist der Barscanner? Die Frau auch, keine Ahnung und so weiter und so weiter und so weiter. Naja, die Kollegin nach dem Preis geguckt, hat es dann manuell eingetippt, ich raus. Dachte ich mir so, das ist ja irgendwas komisch. Seit wann gibt es keinen Barcode auf Milka-Schokoladen oder überhaupt auf irgendeinem Produkt? Und da dachte ich mir, die kleben das doch nicht manuell drauf. Nein, mysteriös. Man stellte sich bitte die Akte X-Musik vor. Ich wollte sie gerne, würde sie gerne einspielen, aber dann würde ich wahrscheinlich Ärger von 20th Century Fox bekommen. Nun denn, wer Akte X übrigens noch nicht gesehen hat, bitte nachholen. Übrigens fand ich früher Gillian Anderson voll heiß. Inzwischen nicht mehr. Nur so als Randinfo. Und wahrscheinlich die Frauen in David Duchovny. Vor allem in Californication. Californication, auch eine sehr gute Serie. Okay, ich schweife wieder ab. Wir kommen zurück zur Dark Milk, zarte Alpenmilch. Was ist das überhaupt genau? Es ist eine neue Serie von Milka, die quasi dunklere Schokolade als Basis hat. Es gibt, wie gesagt, vier Sorten. Einmal hier eine Standardversion, welche da laut Beschreibung genau ist, zarte Alpenmilchschokolade mit extra Kakao. Auf der Webseite von Milka kann man die Produkte auch schon sehen. Nein, kann man nicht, man kann die nur bei Foodlove sehen. Bei Milka kann man nichts dazu sehen, fällt mir gerade ein. Braucht ihr gar nicht gucken, das ist alles gesperrt und wer da hingeht, bekommt ein Virus. Nein, das mit dem Virus ist Spaß, aber die besten Infos gibt es bei Foodlove, mit viel Sympathie. Und jedenfalls hat sich dann irgendwann herausgestellt, dass dieses Produkt tatsächlich eigentlich nicht in den Verkauf hätte landen dürfen. Naja, die Leute bei Rewe haben es irgendwie nicht geschnallt, haben sie verkauft, ich habe sie gekauft und freue mich darüber. Dann muss man ganz kurz einen Cut machen, eine Sekunde. So, ich bin wieder da, was wollte ich sagen? Genau, ich war gerade bei Gillian Anderson und David Duchovny, wobei ich jetzt gerade da auch ein bisschen abgeschweift bin. Die neuen Staffeln sind übrigens nicht so gut. Aber ist auch egal. Übrigens, die Leute, die noch nicht in meinen Kanal reingeschaut haben, es gehört tatsächlich dazu, dass ich unglaublich viel Müll rede nebenbei. Muss so sein, ist nicht in jedem Video so, gehört aber zu vielen dazu. Die meisten Leute lieben es, die Leute, die es nicht mögen, die gucken halt woanders rein. Achso, und es sei an dieser Stelle wieder hier gesagt, wenn ihr dieses Video mögt, vergesst am Ende auch nicht das Like. Warum sage ich das eigentlich schon am Anfang? Ist eigentlich auch egal. Auch das ist ein bisschen billig, oder? Ach, ich sag's einfach am Ende nochmal. So, die Milka Dark Milk, was ist das genau? Laut Webseite von Milka, wo ja diese Informationen nicht stehen, die nämlich nur bei Foodlove stehen, ist das quasi so ein Zwischending. Die haben sowas geschrieben wie von wegen, ja, wem Vollmilch irgendwie nicht jetzt nicht schmeckt, so drücken die jetzt natürlich nicht aus, aber wem Vollmilch, sage ich mal, zu mild ist und wem Edelbitterschokolade zu herb ist, der holt sich die Dark Milk. Denn die Dark Milk kommt mit, soweit ich weiß, 40% Kakao, was glaube ich, genau, 40%
Kakao in der dunklen Alpenmilchschokolade. Und sie sagen dann sowas von wegen, ja, das ist sowas Schönes von wegen, der Genuss von Alpenmilch und dem typischen Milka-Creme, aber dafür mit dem etwas intensiveren Kakaogeschmack. Kurioserweise gibt es natürlich auch schon Milka-Schokolade, die normale Serie, die mehr Kakao hat. Nämlich die Zartherbe von Milka, die ich hier auch habe, auch mit Alpenmilch, die hat sogar 45%, genau, und die Dark Milk hatte 40, so war's. Da frage ich mich doch, warum soll ich mir jetzt die Dark Milk kaufen? Ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, werde euch gleich ein paar Dinge dazu sagen. Man sieht hier übrigens, wie eine normale Milka aussieht. Das ist definitiv ein Testmuster gewesen. Das steht hinten auch drauf. Ich habe euch jetzt nur das alles nicht gezeigt. Was soll ich sagen? Man fragt sich, warum das jetzt hier sein muss. Also warum muss man eine dunklere Schokolade rausbringen, die jetzt irgendwie auch nichts Neues ist? Naja, wir gucken einfach mal hier auf diese Zahl. Die kostet übrigens 1,09 Euro, genau wie eine andere Milka. Und jetzt gucken wir einfach mal auf diese Zahl. Und jetzt kommt man vielleicht irgendwie auf eine Idee, warum Milka neue Schokolade rausbringt. Nun gut, Dark Milk, die neue Serie, gibt es wie gesagt noch in anderen Sorten, habe ich gesagt. Jetzt wollen wir aber auch noch eine Überlegung anstellen. Wenn Milka Vollmilch, die ich auch habe, beziehungsweise Altmilchschokolade, mit 30% Kakao und die Zartherbe von Milka mit 45% Kakao sind ja irgendwie quasi die Eltern der Dark Milk. Und dazu, das Ganze kann man sich jetzt irgendwie vielleicht so vorstellen, dass wir hier Ken und Barbie haben, die sich in einer Bar beim Tanzen kennenlernen. Hallo Barbie. Hi Ken. Do you wanna make a party? For sure. Und dann sind die beiden auf einmal weg. Ken und Barbie haben eine Menge Alkohol getrunken und waren nicht mehr Herren ihrer Sinne und landeten in der Kiste. Und dann kam es zu folgendem Gespräch. Du Barbie, nimmst du eigentlich die Pille? Wieso fragst du das, Ken? Hast du etwa die Limmeltüte vergessen? Nein! Und dann, kurze Zeit später, Barbie liegt im Krankenhaus oder wenn sie möchte, ist sie auch in irgendeinem alternativen Etablissement und es passiert Folgendes. Die Milka Dark Milk ist geboren und soll die Menschen begeistern mit einer Mixtur von Ken und Barbie bzw. 40% Kakao. So, was das Ganze jetzt aber genau für uns bedeutet, vor allem geschmacklich, das schaue ich mir jetzt hier mit euch an. Die Zutaten ist übrigens auch noch ganz interessant, dass wir hier, eigentlich die gleichen Zutaten haben wie bei der Alpenmilch und bzw. der Zartherb, bis auf das da halt ein bisschen mehr Kakao drin ist bei der Zartherb, aber was übrigens interessant ist, wir haben hier natürliche Aromen drin, was mich sowieso schon wundert, dass in Schokolade Aromen drin ist. In der Dark Milk haben wir auch Aromen, wo steht's? Aroma, aber keine natürlichen steht hier nicht drauf. Ob das jetzt quasi nur nicht final ist, weil es ja hier jetzt so ein Testmuster ist, weiß ich nicht. Aber auf der Webseite steht auch nur Aroma. Wohlgemerkt ist das ein Singular, das andere ist ein Plural. Also die Frage ist, wie hier mit Aromen gearbeitet wird. Und natürlich kein natürliches mehr. Muss nicht grundsätzlich schlecht sein. Also nicht, dass ihr es falsch versteht, aber das ist so ein Unterschied. Und bei der Milka Vollmilchschokolade ist zum Beispiel auch noch Haselnüsse drin. Warum auch immer in einer Schokolade Haselnüsse drin sind. Und Süßmolkenpulver aus Milch, das ist in der Dark Milk nicht mehr drin. Übrigens auch nicht in der Zartherben. Es hat also nichts damit zu tun. Also in der Zartherben ist es auch drin. Es hat also nichts damit zu tun, dass die jetzt hier irgendwie kein Süßmolkenpulver hat, weil sie dunkler ist. Nee, die haben damit irgendwie was anderes gemacht. Von daher ist es natürlich schon irgendwo eine neue Schokolade. Die haben ein paar Zutaten geändert. Aber was den Kakaogehalt angeht, ist es irgendwo das Kind von Ken und Barbie. Ja, so, ich packe die jetzt hier mal aus. Wie gesagt, 85 Gramm Milka Dark Milk. Kamera nach unten. So sieht sie aus. Die Milka Dark Milk. Ja, wie eine Milka-Schokolade. Etwas dünner tatsächlich die Tafel, wie man sehen kann. Ich muss übrigens auch an dieser Stelle sagen, ich kann natürlich nicht garantieren, dass das finale Design der Schokolade oder auch ein bisschen anders ist, das weiß ich nicht. Ich habe ja nur dieses Testmuster, aber ich gehe davon aus, dass sich da gar nichts ändert, weil das Ding kommt jetzt bald raus und man schickt ja keine Testmuster an Leute, um dann am Ende alles anders zu machen. Das wäre ja schwachsinnig. Von daher gehe ich davon aus, dass das hier wirklich die finale Dark Milk ist. Ups, ja, das war jetzt nichts mit der Sollbruchkante. Das müsste man noch ein bisschen üben. Mal gucken, ob die es wirklich nur nicht richtig... Ja, man kann es machen, wenn man sich ein bisschen mehr Mühe gibt. Knackig ist sie.
kommt mir nicht ganz so schmierig fettig vor wie die anderen. Ihr wisst ja, ich mag Milka-Schokolade an sich schon vom Geschmack. Ich finde die nur immer so ein bisschen schmierig. Wir können ja mal zum Vergleich uns die Zarte herbeigen. Ach, wisst ihr was? Ich quatsch einfach viel zu viel. Wir gucken uns. Ich probiere jetzt einfach mal. Ich bin neugierig. Also, Milka Dark Milk neu ab in meinen Mund. Oh, ist das jetzt ein Kind? Ach, verdammt. Mmh. Oh ja. Der Schmelz. Tatsächlich kommt mir Milka-mäßig bekannt vor. Es gibt dunklere Schokolade, die nicht so schön schmilzt. Das ist gelungen. Mhm. Tatsächlich so ein bisschen. Sie schmeckt intensiver, ist aber richtig, wirklich nicht so edelbitter. Ich meine, es sind ja auch nur 40%. Wir reden jetzt hier nicht von 70. Also 40 ist jetzt auch nicht die Welt. Es ist wirklich keine Bitterschokolade. Geschmacklich merkt man aber einen höheren Kakaoanteil. Übrigens, wenn manch einer jetzt denken könnte, vielleicht ist sie teurer, weil mehr Kakao drin ist. Naja, aber dann müsste die Zartherbe am allerteuersten sein. Ist ja nicht der Fall. Sie ist ja nur indirekt teurer, dadurch, dass 15% weniger drin ist. Man darf sich nicht verarschen lassen, liebe Leute. Immer schön vorsichtig auf alles achten. Also, ich finde sie echt lecker. Auch wenn man direkt drauf beißt. Sie hat diese typische Milka-Konsistenz. Ich kann das nicht beschreiben. Ist ein typischer Schmelz. Also wirklich gut gelungen. Nicht zu süß, wie ich finde. Schön austariert, die Süße. Also mir schmeckt diese Schokolade hier wirklich gut, muss ich sagen. Ich weiß es jetzt nicht. Wie gesagt, es würde mich dann doch mal interessieren, weil die Zartherbe habe ich mir ehrlich gesagt von Milka noch nicht gekauft. Ob die auch so diese komische, schmierige Konsistenz hat. Nee, hat sie nicht. Das sehe ich schon direkt. Gehen wir mal zum Vergleich. Die Zartherbe. Man sieht, die ist auch noch mal ein ganz bisschen dunkler. Ich weiß nicht, inwiefern ihr das auf der Kamera sehen könnt. Aber die ist ein ganz bisschen dunkler. Interessant ist übrigens auch das andere Kacheldesign. Ist ein ganz bisschen dunkler, aber vom Gefühl her merke ich auch, die ist auch nicht ganz so schmierig wie eine normale Milka. Schmierig muss es nicht unbedingt negativ zu bewerten sein. Aber ich persönlich mag das Gefühl von Milka in den Händen nicht. Aber diese Dark Milk schmeckt mir. Es ist jetzt keine Weltneuheit, ja, versteht mich nicht falsch. Es ist eine gute, dunklere Schokolade mit einem guten Schmelz. Für mich nicht zu süß. Ist was Neues. Schauen, wie sich die anderen Sorten schlagen. Welche das sind, seht ihr ja nicht auf der Milka-Webseite, sondern nur auf der Foodlove-Webseite. Und ja, das ist es. Viel mehr habe ich dazu nicht zu sagen. 30 Sekunden zum Produkt. Keine Ahnung, wie viele Minuten dummes Gequatsche. So ist das eben hier bei mir. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat. Wenn nicht, gebt mir den Daumen nach unten. Und wenn es euch gefallen hat, gebt mir den Daumen nach oben. Und über ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr es mir da lasst. Ansonsten vielen Dank fürs Einschalten. Macht's gut, habt eine schöne Zeit und ciao.